Wir wünschen Ihnen allen eine gute Fahrt. Kommen Sie gut an. Yolunuz açık olsun. Daimler AG firmasının Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler için ikinci kez düzenlediği yardım konvoyu yola çıktı. Stuttgart'ta düzenlenen törene Stuttgart Başkonsolosu Mustafa Türker Arı ve Alman Yardım Kuruluşu Başkanı Frank Franke ile Michael Breh, Florian Martens ve Wolf Frank Bernhard katıldı. Yapılan sunumlarda yardımların mağdurlara nasıl ulaştırıldığı anlatıldı. Es ist wichtig, dass die Menschen eben vor der Kälte geschützt werden. Deswegen Decken, Zelte, Matratzen, Schuhe, Winterkleidung. Es ist schlicht humanitäre Hilfe, nichts weiter. Und ich glaube auch, dass man mit solchen Aktionen nochmal darauf aufmerksam macht, dass es ein unendliches Flüchtlingsleid durch diesen Bürgerkrieg in Syrien gibt. Törene katılan Türk ve Alman yetkililer organizasyonu mikrofonlarımıza paylaştılar. Ülkemizin Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve hatta çok daha eski dönemlerden kalma bir geleneği var. Bu geleneği bugün de sürdürüyoruz. Dünyanın neresinde zor durumda olan, yardıma ihtiyacı olan bir grup olsa, bir halk olsa biz kucağımızı açıyoruz Türkiye olarak. Bu vesileyle burada bir basın toplantısı yapılacak. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu olarak ülkemizdeki Suriyelilere ilişkin durumla ilgili son bilgileri vereceğim basın toplantısında. Tabiatıyla hem Daimler firmasına hem Daimler'deki Türk çalışanlara ve diğer çalışanlara bu duyarlı hareketlerinden ötürü teşekkürlerimi sunacağım. Haben versucht, in ihrem schönen Land zu helfen. Das tun wir seit August letzten Jahres. Wir haben 4 Flugzeuge dorthin gebracht mit Hilfsgütern nach Adana, waren in verschiedenen Lagern, Osmaniye, wir waren in Rehanli, wir waren auch in Kilis und haben etwas dort festgestellt, was uns wirklich sehr gefreut hat. Das ist die große Hilfsbereitschaft der türkischen Bevölkerung, aber auch die große Bereitschaft und die hohe Professionalität ihrer Arbeit in der Türkei für syrische Flüchtlinge. Wir freuen uns heute ganz besonders, unseren zweiten Hilfskonvoi in die Türkei vorstellen zu dürfen. Dies ist der zweite Konvoi, den wir jetzt innerhalb von wenigen Wochen ins syrisch-türkische Grenzgebiet bringen, um dort den Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Wir haben ca. 100.000 Euro an Hilfsgütern jetzt dort untergebracht. Das sind vor allem Zelte, aber auch Krankenwagen, die wir dort jetzt dazugepackt haben. Das Ganze geht zurück auf eine Initiative von unseren Mitarbeitern. Wir haben Mitarbeiter, die sich vorgenommen haben, noch einmal hier aktiv zu werden. Wir haben sehr, sehr schnell reagiert.